Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Mietern. Laut dem Bundesamt für Statistik sind im Jahr 2017 aber gleich über 42% der Wohnfläche im Kanton St. Gallen Eigentumswohnungen oder Eigenheim gewesen. Das liegt über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Wer sich für ein Eigenheim interessiert, muss zuerst einmal seine Möglichkeiten abklären, sagt Moneypark, der grösste unabhängige Hypothekarspezialist der Schweiz. Da macht es wirklich Sinn, vorzeitig mal das Budget auszuloten. Was kann ich mir leisten? Da haben wir eine Unterlagencheckliste, die es hilft, dass uns der Kunde umfassend dokumentieren kann zu seiner Einkommens- und Vermögenslage. Anhand dieser Informationen können wir sein Budget ausloten. Weil da ist wichtig, dass wir die Tragbarkeit entsprechend beleuchten und die Eigenmittelvoraussetzungen unserer Finanzierungspartner berücksichtigen. Als Faustregel gilt, dass man nicht mehr wie ein Drittel vom Jahreseinkommen ins Wohnen investiert. So bleibt genug Geld auf dem Konto für den Lebensunterhalt und die weiteren festen Verpflichtungen. Wer ein Eigenheim hat, kann bei einem finanziellen Engpass nicht einfach in eine billigere Wohnung umziehen. Darum sollte man zusammen mit einem Hypothekar- und Vorsorgespezialist allfällige offene oder versteckte Kosten und Tragbarkeit anschauen. Also wir machen den Ausblick perspektivisch. Wann kommen welche Ausgaben und welche Einnahmen? Gerade im Rentenalter, wenn ein Knick von der Einkommenssituation angetroffen wird, muss er wissen, wie sieht das aus, wie ist meine nachhaltige Tragbarkeit sichergestellt. Aber auch im Vorsorgefall von einer Erwerbsunfähigkeit oder vom Todesfall. Wir müssen dem Kunden aufzeigen, welche Leistungen kommen in welchem Fall und müssen ihm die Transparenz geben und auch die Sicherheit geben, dass er sich mit uns zusammen auf dem Lebensweg bestmöglich abschützen kann und entsprechend Vorkehrungen treffen. Nebst den eigentlichen Kaufnebenkosten wie den Grundbuchgebühren, Handänderungskosten oder Auswirkungen auf die Steuern muss man auch für künftige Aufwände gerüstet sein, wie grössere Reparaturen oder Sanierungen. Im aktuellen Hypothekarmarkt lässt sich das sehr gut vorausplanen. Aufgrund der historisch tiefen Zinsen empfehlen wir unserem Kunden auch Reserven zu bilden, gezielt zu bilden, um künftige Renovationen auch zu finanzieren und das Pölsterli auf der Seite zu haben. Wenn es grössere Massnahmen sind, kann eine Hypothekarerhöhung zur Diskussion stehen. Auch dort empfehlen wir frühzeitiges Gespräch, damit man das einplanen kann, angehen und vielleicht die steuerliche Verteilung auf zwei Steuerperioden mit dem Kunden gezielt angehen, damit man auch den steuerlichen Vorteil entsprechend nutzen kann. Ein Hypothekarangebot kommt man bei jeder guten Hausbank über. Das heisst aber nicht unbedingt, dass man auch die bestmöglichen Konditionen überkommt. Es lohnt sich, dass man sich von einer unabhängigen Instanz beraten lässt. Bei seiner Hausbank kommt er ein Angebot über. Bei uns hat er einen Ansprechpartner und 100 Angebote. Zu diesen Finanzierern gehören nebst klassischen Bankfinanzierungen auch Pensionskassen, Versicherer und Sammelstiftungen, die in den letzten Jahren den Hypothekarmarkt entdeckt haben. So kumuliert sich der Ersparnis über 10 Jahre möglicherweise auf mehrere 10'000 Franken. Der Hypothekarspezialist Moneypark ist an über 25 Standorten in der Schweiz vertreten, auch im Tessin und Welschland. Die Nähe zur Region ist für den Finanzdienstleister enorm wichtig. Der Kundenberater bewegt sich dort, wo der Kunde zuhause ist oder wo unser Kunde seine Traumimmobilie kaufen will. Unterstützt werden wir von der modernsten Beratungsplattform, die uns den Zugriff auf die 100 Finanzierungsanbieter ermöglichen tut und in einer Kürze maßgeschneiderte Finanzierungsangebote darstellen tut. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, findet man auf moneypark.ch interaktive Hilfsmittel wie eine Hypotheke oder einen Tragbarkeitsrechner. Das ersetzt keine persönliche Beratung, hilft aber bei einer groben Standortbestimmung.